Naja gut, dann würde ich sagen, sollten wir uns den Kram hier mal weiter anschauen. Reden wir zuerst einmal mit Yuki, der ist hier so direkt in der Nähe. Sora, wie läuft es bei dir? Ich bin immer noch total unter Schock. Ja, ich auch, aber wir sollten auf jeden Fall weitermachen. Ah, das stimmt. Ich wollte dich etwas fragen, Yuki. Mich etwas fragen? Aber was denn? Du hast heute Morgen gesagt, dass Kokoro nicht ihre Tür aufgemacht hat, als du gestern Nacht ihr oder gestern Abend ihr das Essen gebracht hast, richtig? Kannst du mir doch mal genau sagen, was dann passiert ist? Ja, wahrscheinlich einfach das, was er gesagt hat. Er ist dort hingegangen, wollte das Essen abgeben und es hat über die Tür aufgemacht. Ah, okay, wenn das hilft. Es ist so, wie ich es heute Morgen gesagt habe. Nach dem Essen gestern Nacht habe ich das Emma vorgeschlagen. Weil sie immer direkt nach dem Essen geht, hatte ich in letzter Zeit nicht wirklich die Chance, mit ihr zu reden. Also habe ich ihr vorgeschlagen, zusammen mit ihr zu Kokoro zu gehen. Oh, wie mutig von dir, Yuki. Bist du sicher, dass da nicht persönliche Gefühle involviert waren? Ach so, weil er so in Emma scheinbar verliebt ist, oder? Ja, jetzt erinnere ich mich daran. Das kam aber auch nicht mehr so richtig zur Sprache hier, du. Persönliche Gefühle? Nun, Emma war nicht in dem besten Zustand wegen, nun ja, Kokoro. Oh, sie wollte sowieso mit irgendjemandem dorthin. Es war nur ein Scherz, Yuki, also bitte mach weiter. Richtig, ja, auf jeden Fall. Und so sind Emma, ich und Teruya dann eine Gruppe geworden und haben Kokoro gestern Nacht das Essen gebracht. Aber als wir dorthin kamen, gab es keine Antwort. Wir haben ihr sogar gesagt, dass Teruya dabei war, aber erneut kam keine Antwort. Nach ein paar weiteren Versuchen haben wir einfach alle angenommen, dass sie wohl am Schlafen war und haben das Essen vor ihrer Tür gelassen und sind weggegangen. Es wäre logisch anzunehmen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Ich bezweifle das. Erinnerst du dich daran, was Yoroku heute Morgen gesagt hat? Das Essen, das wir dort gelassen haben, war nicht mehr da. Yoroku? Was, hat mich irgendjemand gerufen? Ah, Yoroku, perfektes Timing. Ja, ich meine, sie war doch die ganze Zeit schon hier, hä? Stimmt es, dass das Essen, das bei Kokoros Tür war, da nicht mehr da war, als du gestern Nacht dort vorbeigegangen bist? Hä? Oh, ja, das habe ich gesehen. Das habe ich dir doch heute Morgen schon gesagt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Yoroku war diejenige, die heute Morgen das Essen dorthin gebracht hat, oder? Ja, aber nicht nur Yoroku, oder? Es waren ja mehrere Leute. Wäre es okay, wenn ich dich frage, was du heute Morgen gemacht hast? Ich meine, ich habe ihr einfach das Essen gebracht und den normalen Kram gemacht, den ich normalerweise mache. Ich bin mit Teruya dorthin gegangen, um ihr das Frühstück zu bringen. Und als wir nach ihr gerufen hatten, gab es keine Antwort. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Gestern Abend keine Antwort, heute Morgen keine Antwort. So langsam muss man doch mal so in seinem Kopf, ne? Die Zahnräder so ein bisschen, ne? Da muss man doch mal sich überlegen, was da passiert sein könnte. Es musste doch nicht bis hier jetzt kommen. Man hätte doch sofort da mal Monocore rufen können oder so. Also, genauso wie auch bei Yuki, haben wir einfach das Essen dort gelassen und ich bin direkt zum Dorf gegangen. Das Dorf, aber warum? Ich übe jeden Morgen in dem Dorf zu kochen. Okay, sie geht jeden Morgen in das Dorf, um zu kochen. Damit wir hoffentlich eines Tages nicht mehr uns auf Mikados Kochkünste verlassen müssen. Aber das Frühstück, das Yoroku dort gelassen hat, ist immer noch dort und wurde nicht angefasst. Also würde das auf jeden Fall bedeuten, dass Kokoro heute Morgen gestorben ist. Warum seht ihr so aus? Verdächtigt ihr mich etwa? Nein, überhaupt nicht. Es bringt überhaupt nichts, jemanden zu verdächtigen, wenn die Verhandlung noch gar nicht angefangen hat. Yuki, wir brauchen erstmal weitere Hinweise. Ja, du hast recht. Wir sollten hier nicht zu einem Entschluss schon kommen. Der einzige Zeitpunkt, wo jemand in das Zimmer kommen könnte, war während dieser drei Zeitpunkte. Und wenn wir mal jetzt diesen Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade Kokoros Leiche sehen, außen vor lassen, gibt es nur noch zwei Zeitpunkte, also heute Morgen und gestern Abend. Also die Aussagen von Yoroku und Yuki werden auf jeden Fall wichtig sein. Ich soll es aufschreiben. Na gut. Die Aussage von Yuki und die Aussage von Yoroku. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Eine Trommel? Eine Trommel, okay, warum ist hier eine Trommel? Das ist. Hä? Ach, ein Drum-Container, okay. Ich dachte, jetzt wäre hier so eine Trommel und sie hat so privat irgendwie Bongos gespielt oder so. Nee, nee. Ein Drum-Container, ich nenne es einfach mal ein Fass oder so. Ein Fass. Ein Fass? Was macht das hier in Kokoros Zimmer?
Oh, da steht etwas auf diesem Hinweis drauf. Flüssiger Stickstoff. Man soll damit vorsichtig sein. Flüssiger Stickstoff. Damit könnte man in Sekundenschnelle etwas einfrieren. Und nachdem ich mir das genau anschaute und es aufmachte, bemerkte ich, dass das Fass leer war. Wenn das Ding leer ist, dann bedeutet das, dass es irgendjemand genutzt hat. Das scheint ein wichtiger Hinweis zu sein. Alter, schaut euch mal diesen Stuhl dort an. Da ist so eine Wasserspur. Das Ding ist eingefroren, dieser Stuhl neben dem Tisch. Dieser Holz. Alle drei Stühle sehe ich dort, sind eingefroren scheinbar. Rara, was machst du da? Setsuka, schau dir das mal an. Das hier ist flüssiger Stickstoff. Der Täter muss das genutzt haben, um Kokoro einzufrieren. Die Person hat flüssigen Stickstoff genutzt, um Kokoro einzufrieren? Bist du dir da sicher? Ist das nicht eine Möglichkeit? Wenn der Täter flüssigen Stickstoff genutzt hat, dann muss es eine Spur davon geben. Ja, guck dir mal die Stühle an, zum Beispiel. Was meinst du damit? Und außerdem war ja auch überall hier diese, als hier reingekommen sind, war ja überall dieser kalte Nebel, ne? Also ist das nicht eine Spur dafür? Nun, wenn die Person Coco auf das Bett gelegt hat und dann den flüssigen Stickstoff auf sie geschüttet hat, dann müsste das Bett und die Bettlaken ebenfalls eingefroren sein. Aber außer die Raumtemperatur, also die Zimmertemperatur, gibt es keine Spur dafür, dass es genutzt wurde, vor allem nicht auf dem Bett. Wenn diese Person das nicht auf sie geschüttet hat, dann hat die Person vielleicht Kokoro in diesen Container gelegt und dann wieder rausgezogen. Wenn das der Fall wäre, dann könnte diese Person Kokoro überhaupt nicht mehr rausziehen. Die Hände der Person würden dann sofort einfrieren. Und wenn diese Person das auf den Boden geschüttet hätte, dann würde der Boden auch eingefroren sein. Und außerdem ist der Container auch leer, richtig? Wenn diese Person sie dort reingelegt hat, dann müsste es noch Überreste in dem Fass geben. Also würde das dann bedeuten, dass der Täter das nicht genutzt hat, den flüssigen Stickstoff? Aber warum ist das dann hier? Nun, ich schätze mal, wir müssen uns das noch etwas genauer anschauen. Vielleicht werden wir dann später eine Antwort finden. Aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie mit diesem Fall in Verbindung steht. Wir sollten das mal aufschreiben. Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant. Ja, ich sehe das doch hier auf den Stühlen, oder nicht? Alle Stühle scheinen so eingefroren zu sein, oder nicht? Das war doch zuvor nicht so. Ich meine, wir waren hier... Ah doch, wir waren schon einmal hier drin, aber wir konnten es noch nie so richtig anschauen, ne? Ach, Mann, ich will eigentlich gar nicht, ne? Aber, na gut. Komm, Kokoro, es tut mir leid, aber... Naja. Kokoro, wer hat dich umgebracht? Ist es überhaupt möglich herauszufinden, wer der Täter ist, ohne Kokoros Hilfe zu haben? Nein, wir können doch nicht verzweifeln. Selbst ohne Kokoro müssen wir diese Klassenfahndung überleben. Gut, wir sollten uns mal die Leiche anschauen. Oh je, oh je, oh je. Kokoros Leiche war eingefroren und sie hatte nur ihre Unterwäsche an. Aber vielleicht hat der Täter einen Hinweis hinterlassen. Aber weil in der Monokuro-Akte stand, dass es vielleicht noch weitere Ursachen gibt, Ursachen des Todes, sollte ich nicht zu einem Entschluss kommen. Und außerdem wurden beide Hände und beide Füße abgetrennt. Das Ding ist, man weiß das ja nicht mal, ob das die Todesursache ist, einfach weil sie ja auch nicht hätte schreien können oder so, ne? Weil das wäre ja natürlich so mega grausam gewesen, so zu sterben, aber sie hätte ja nicht schreien können, weil sie nicht mehr schreien konnte. Das heißt, wir wissen nicht mal, was genau die Todesursache ist. Aber wenn das... Warte mal. Es war ja hier dieser Stickstoff, wodurch sie eingefroren ist. Müsste da nicht auch das Blut einfrieren? Und wir sehen ja dort auf dem Bettlaken, dass dort so ein bisschen Blut ist, so eine kleine Blutspur. Hätte das Blut nicht komplett eingefroren sein müssen? Das ist immer so eine Annahme von mir. Also hätte es dann doch gar nicht fließen können, oder? Also wenn man dann den Arm oder die Hand abgetrennt hätte, dann wäre doch da gar kein Tropfen Blut weggekommen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich kann gerade nicht so gut Deutsch reden. Aber, interessant. Aber außer diesen Verletzungen gab es keine Verletzungen, die ich erkennen konnte. Aber es war sowieso schwer, irgendetwas erkennen zu können, weil ihre ganze Leiche eingefroren war. Sora, schaust du dir Kokoros Leiche an?
Ja, ich dachte, dass ich vielleicht einige Hinweise finden könnte. Also hast du etwas gefunden? Nein, noch nicht. Aber ich habe eine Frage. Warum trägt Kokoro nur ihre Unterwäsche? Ist es nicht, weil der Täter sie ausgezogen hat? Was ich damit sagen möchte ist, warum würde der Täter überhaupt ihre Kleidung ausziehen? Maybe. Nun, es muss irgendeinen Grund dafür gegeben haben. Jetzt gerade sind ihre Sachen unter dem Bett. Vielleicht wurde das so gemacht, damit sie schneller zu Tode frieren würde. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Es tut mir wirklich leid für sie. Ich würde nicht so sterben wollen. Ich weiß nicht, wer der Täter ist, aber ich werde auf jeden Fall nicht den Täter einfach so davonkommen lassen. Kokoro einfach so zurückzulassen, ist einfach nur, so etwas kann man nicht vergeben. Ich wünschte, ich könnte sie irgendwie mit einer Decke bedecken, aber wenn ich rational darüber nachdenke, ergeben Shobais Worte auf jeden Fall Sinn. Es könnte irgendwo hier noch einen Hinweis, bei ihrer Leiche geben. Allein die Tatsache, dass du jetzt auch ihre Leiche untersuchst, Sora. Ja, richtig. Oh, übrigens, Sora, hast du dir mal das Bett angeschaut? Das Bett? Während Iroha und ich das Bett uns angeschaut haben, haben wir Blutspuren gesehen. Okay, jetzt kommt das auch schon zu, jetzt kommen wir auch schon darauf zu sprechen, ha? Oh, natürlich sah ich das. Sind diese Blutspuren nicht von ihren Händen und Füßen? Nein, nicht das. Ich meine diese getrockneten Blutspuren. Getrocknet? Es scheint, als wäre schon einige Zeit vorübergegangen, damit diese Blutspuren getrocknet sind. Man kann das anhand der Farbe und der Textur erkennen. Also, woher kamen dann diese Blutspuren? Es scheint nicht wirklich, als würde das von den Händen und Füßen kommen. Es scheint so, als wäre das Blut von den abgetrennten Körperteilen von den gefrorenen Blutgefäßen kommen, als die Person sie abgetrennt hat. Damit können wir annehmen, dass die Hände und Füße abgetrennt wurden, nachdem Kokoro bereits eingefroren wurde. Dann müsste diese Blutspur vor diesem Zeitpunkt gewesen sein, bevor Kokoro überhaupt eingefroren wurde, richtig? Ja, das dachte ich mir auch, aber um ehrlich zu sein, es ist wahrscheinlich zu früh, um das zu sagen. Nee, ich stimme da schon zu. Yoruko, du bist viel schlauer, als du scheinst. Hey, warum tust du die ganze Zeit so, als ob mein Gehirn zu nutzen irgendwie eine große Errungenschaft für mich wäre, ha? Huh? Ich versuche ebenfalls mein Bestes hier zu geben, um herauszufinden, was passiert ist, weißt du? Nun, ich schreibe das auf jeden Fall mal auf. Danke, Yoruko. Huh? Es ist gar nichts, wirklich. Eine Blutspur davor schon. Könnte es vielleicht. Nee. Oder? Vielleicht wurde sie irgendwie erstmal betäubt, bevor sie eingefroren wurde und dann kam es zu dieser Blutspur? Oder sie hat halt auch gegen den Täter angekämpft oder so. Oder der Täter war zuvor schon verletzt von irgendwas. Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die Monaco-Akte haben wir uns angeschaut, das haben wir uns schon angeschaut. Haben wir auch schon angeschaut, haben wir schon angeschaut. Dann reden wir. Ach komm, gucken wir uns erstmal hier den Kühlschrank an. Also, das ist bestimmt. Ich schwöre, sobald ich hier draufklicke, wird irgendjemand Dummes sagen, der Kühlschrank ist für die ganze Kälte verantwortlich. Ein Kühlschrank. Vielleicht ist irgendein Hinweis hier drin. Nein, nichts Besonderes ist hier drin. Moment, Das ist. Es scheint auf den ersten Blick nur ein normaler Kühlschrank zu sein. Aber ich hatte etwas Seltsames bemerkt. Diese Abtrennung dort ist etwas geneigt. Diese Abtrennung scheint etwas unnatürlich zu sein, als ob es irgendjemand einfach so reingedrückt hätte. Also, diese Abtrennung konnte man auf jeden Fall entfernen. Ich schätze mal, Kokoro könnte es einfach aus Versehen irgendwann mal so reingepackt haben, aber ich schreibe das einfach mal auf. Ja, das. Der Täter war ja wahrscheinlich ziemlich in Eile und hat das einfach irgendwie so reingedrückt und das hat nicht so ganz gepasst, aber hat einfach weitergemacht oder so. Und deswegen ist es nicht so richtig reingerutscht oder wie auch immer. Oh, Sora, das ist ebenfalls gesehen. Redest du über diese Abtrennung im Kühlschrank? Es sieht etwas verdächtig aus, aber ich bezweifle, ob das wirklich ein wichtiger Hinweis sein wird. Nein, nicht das. Du hast es nicht gesehen, oder? Die Todesnachricht. Die Todesnachricht? Hat Kokoro uns eine Nachricht hinterlassen?
Ich öffnete erneut die Tür und suchte erneut nach irgendetwas, was nach einer Sterbenachricht aussah, die Kanade erwähnt hat. Wo? Ah, arme Sora, du bist dümmer, als du aussiehst. Siehst du das untere Fach dort? Oh, wir haben hier so einige Eiszapfen. Ja, yep, das ist die Sterbenachricht, die Kokoro hinterlassen hat. Diese Eiszapfen sind eine Sterbenachricht? Ich dachte einfach, dass das Eiszapfen wären, die runtergefallen wären. Ach Sora, komm schon, nutz doch bitte etwas mehr dein Gehirn. Wir können dadurch zwei Fakten ableiten. Zuerst einmal, die Leistung des Kühlschranks ist auf maximale Power eingestellt. Ich bin mir sicher, dass du es von Monocore gehört hast, aber die Kühlschränke in unseren Zimmern können innerhalb von Sekundenschnelle etwas einfrieren oder auftauen, je nachdem, auf welche Leistung man sie stellt. Und dieser Kühlschrank ist momentan auf den Gefriermodus gestellt. Ah, ich verstehe. Ich schätze mal, der Kühlschrank in meinem Zimmer war nicht kalt genug eingestellt, um solche Eiszapfen zu kreieren. Und außerdem, Kokoro hat diese Eiszapfen genutzt, um eine Sterbenachricht zu schreiben. Schau sie dir mal genauer an. Okay. Anscheinend wurde dort etwas reingeritzt in diese Eiszapfen. Auf einer Seite steht ein F, auf der anderen ein O. Ich dachte, das würden nur Kratzer sein, aber anscheinend wurde es absichtlich gemacht. Yep, und wenn du das mal genauer anschaust, zwei dieser acht Eiszapfen überschneiden sich. Oder sind übereinander gelegt. Nun, um genauer zu sein, es ist viel eher so, als ob der lange Eiszapfen den anderen, den kleineren dort, dort durchgehen würde. Und der durchtrennte, der kleinere, dort steht nicht F und O drauf, sondern F und I. Okay. Oh Jesus, das wird ein schwieriger Fall, oder? Der erste war so kinderspielmäßig, aber was zum Teufel haben wir jetzt hier? Jetzt, wo du es erwähnst, es sieht wirklich so aus. Aber wer weißt du, dass es eine Sterbenachricht ist? Ich meine, es ist offensichtlich. Die Eiszapfen wurden auf eine unnatürliche Art hier hingepackt. Und ebenfalls war der Gefriermodus vom Kühlschrank etwas verdächtig, dass es so eingestellt war. Also was soll das bedeuten, Kanade? Ist das dein Ernst? Hat eine Sterbenachricht irgendeinen anderen Zweck, außer zu sagen, wer der Mörder ist? Dann hast du bereits herausgefunden, wer der Täter ist? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde es auf jeden Fall vor der Verhandlung herausfinden. Das ist die Sterbenachricht. Die Nachricht, die uns sagt, wer der Täter ist. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, was es bedeutet, kann ich es nicht alles nur Kanade überlassen. Wir sollten das alle während der Verhandlung herausfinden. Aber das würde ja auch implizieren, dass Kokoro einen Zeitpunkt hatte, wo sie bereits wusste, dass sie sterben würde. Und dann hier runtergekrochen ist und dann bereits dafür gesorgt hat. Das kann doch eigentlich nicht sein. Das heißt, sie wusste bereits, dass sie sterben wird. Dann muss der Täter aber nochmal irgendwie gegangen sein, weil sie dann ja noch Zeit hatte, hier runterzugehen, hier zu dem Kühlschrank zu gehen und dann irgendwie... Oder sind vielleicht ihre Hände währenddessen eingefroren, während sie versucht hat, die Nachricht dort drauf zu... Nee. Oder? Ich hatte diesen Fall momentan so ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Weil ich dachte halt, dieser Kühlschrank, ich habe schon gesagt, sobald ich draufklicke, wird irgendjemand sagen, dass der Kühlschrank hier verantwortlich ist. Aber ich hatte komplett vergessen, dass es so einen Gefriermodus gibt, der alles sofort einfriert. Das ist sehr, sehr interessant. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich ihr Handbook, oder? Ah, das Handbook. Also ich hatte meins noch. Wenn das nicht meins ist, was ist dann das hier für ein Handbook? Ich denke, es ist wahrscheinlich Kokoros. Ah, hey, Nike. Dieses Handbook dort macht diese Situation deutlich komplizierter. Was meinst du damit? Denk mal darüber nach. Unsere Zimmer können nur mit unseren Handbooks geöffnet werden, richtig? Das Handbook ist innerhalb von Kokoros Zimmer. Aber Kokoro wurde auch innerhalb ihres eigenen Zimmers umgebracht. Also ist der Schlüssel für dieses Zimmer innerhalb von dem Zimmer. Könnte das ein Locked Room Mord sein?
Ja, und Kokoro würde niemals ihre Tür öffnen, außer es ist für eine Mahlzeit. Das würde also bedeuten, dass irgendjemand, der Kokoro ihr Essen hergebracht hat, die Chance hatte, sie umzubringen. Das wäre unmöglich. Es wäre nur möglich, wenn eine bestimmte Person sie besucht hätte, und diese Person ist natürlich Teruya, genau. Aber außer Teruya waren immer nur zwei weitere Personen hier. Ah, ich verstehe. That's why. Aber dennoch gibt es keinen anderen Weg, diesen Raum zu betreten. Also muss es während einer dieser Zeiten passiert sein. Nike, vielleicht hat irgendjemand Kokoros Handbook gestohlen. Ah ne, das kann ja nicht sein. Es wird doch auch extra gesagt, dass. Ah, fuck. Oh nee, och nee, och nee. Ich hatte gerade etwas bemerkt. Och nee. Es wurde uns ja extra gesagt, dass man diese Handbooks nur mit den Fingerabdrücken der Person starten kann, oder? Und ihre Hand wurde ja entfernt. Oh. Hätte diese Person dann nicht immer hereinkommen können, wenn sie wollte? Hä? Sie hätte sich einfach das Handbook schnappen können, während sie hier war. Und dann einfach jedes Mal hier reinkommen können. Das ist nicht möglich. Ich meine, wenn man es stiehlt, man kann es sich einfach anmachen. Außer man hat den Fingerabdruck dieser Person. Ah. That's why. Selbst wenn man aus Versehen das Handbook angelassen hat, man könnte es nicht erneut nutzen, ohne den Fingerabdruck zu nutzen. Das Handbook geht immerhin automatisch nach einiger Zeit aus. Also, außer man geht sofort wieder rein, nachdem man das Zimmer verlassen hat, könnte man nicht wieder reinkommen. Ah, ich dachte, ich hätte das Geheimnis gelöst. Nun, wenn wir nicht den Trick hinter diesem Mord kennen, wird es bei dieser Verhandlung sehr schnell sehr schwer werden. Man kann nicht ohne das Handbook hier reinkommen. Also, wie hat der Täter es dann geschafft? Och nee. Ja, aber. Ich meine, wenn man mal annimmt, ne, dass der Täter irgendwie ihre Hände bereits abgetrennt hat und dann danach auch mal dieses Zimmer verlassen hat, um nochmal hier reinzukommen. Warum hat die Person sie nicht einfach sofort umgebracht? Weil irgendwie muss Kokoro da auch noch diese Sterbenachricht geschrieben haben, oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir sollen erstmal weiter schauen. Ich bin momentan noch echt sehr verwirrt. Wir haben noch einen weiteren Hinweis, ne? Reden wir mal mit Mikado. Vielleicht hat der auch mal was Nützliches zu sagen. Oh, Miss Sora, wie läuft die Ermittlung? Du stehst mir im Weg. Geh weg. Ah, du bist einfach zu grausam, Miss Sora. Und dabei wollte ich dir doch gerade einen Hinweis zeigen, den ich gefunden habe. Ja, einen Hinweis? Ja, schau dir das ja mal an. Ist das Trockeneis? Ein geöffnetes Paket Trockeneis. Ich hab's auf dem Boden gefunden. Dort drüben. Trockeneis. Also ist Kokoro vielleicht so eingefroren? Also kann man doch nicht einfrieren. Trockeneis ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, einfach Eis, das nicht auftaut bei Zimmertemperatur. Oder? Good grief. Wer weiß, aber wäre es nicht zu schwer, damit jemanden einzufrieren? Ja, auf jeden Fall. Also dafür muss doch der Stickstoff genutzt worden sein. Man könnte damit vielleicht einige Teile einfrieren, aber es gibt nur ein paar von diesen Dingern. Definitiv nicht genug, um Kokoros gesamten Körper einzufrieren. Aber die Tatsache, dass es aufgemacht wurde, würde bedeuten, dass es auf jeden Fall genutzt wurde. Vielleicht könnte auch die niedrige Zimmertemperatur irgendwie ein Hinweis sein. Es wäre auf jeden Fall sehr schwierig, nur damit eine Leiche einzufrieren oder einen Körper einzufrieren. Und außerdem, die Tatsache, dass es existiert, würde bedeuten, dass es auf jeden Fall genutzt wurde. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Wenn man denkt, dass die kalte Luft hier war und dieser weiße Nebel, bedeutet es vielleicht, dass es genutzt wurde, um die Zimmertemperatur zu verringern. Das scheint ein wichtiger Hinweis zu sein. Ich soll es aufschreiben. Please stop that. Miss Sora, was zum. Sora hat ihn automatisch geskippt. Ich war das nicht. Ach komm. Selbst in dunklen Zeiten haben wir ja noch ein paar lustige Momente. Habe ich mir jetzt hier alles angeschaut? Das habe ich mir angeschaut, das habe ich mir angeschaut, das habe ich mir angeschaut. Ja, also ich muss mir nochmal die Monocore-Akte anschauen. Aber normalerweise wird uns ja gesagt, wenn wir gehen können oder nicht. Ah komm, gucke ich mir das nochmal an. Das habe ich auch schon angeschaut. Oder nicht? Das haben wir alle schon mal so gesehen. Ja, kann ich dann jetzt gehen?
Oder ist hier noch irgendwo? Nee. Ja, dann geh ich mal, ne? Tschüss.